Ich wollte ein komplexes Produkt begreifbar machen. Es ist klar, dass wenn bei uns technische Einkäufer bestellen, dass sie in der Regel genau wissen, was sie brauchen. Es gibt auch Fälle, dass jemand anruft, nicht genau weiß, welches Kugellager benötigt wird, dass man da nochmal entsprechend nachfragt, dass man wirklich dann auch prüft, was ist die Anwendung des Kunden. Wir gucken halt, dass wir uns da wirklich sehr dynamisch bewegen und auf unsere Kunden zugehen und deren Sprache sprechen. Wir haben ein internationales Team. Ich komme aus Indien und meine Kollegen kommen aus China und Deutschland. Es ist sehr spannend, mit ihnen zu arbeiten. Zu sehen, wie das Team wächst, zu sehen, wie das Team sich weiterentwickelt, sich somit halt auch das Unternehmen weiterentwickelt und im Ergebnis der Kunde natürlich davon profitiert und unsere Kunden begeistert sind von dem, was wir leisten, von dem, was das Team leistet. Das ist so das, was mir halt sehr viel Positives gibt. Wir haben sehr gute Zulieferer und wir arbeiten kontinuierlich daran, die Qualität der Kugellager weiterzuentwickeln. Das ist unser Ziel. Wir machen Wareneingangskontrollen, wir machen Warenausgangskontrollen. Wir prüfen alle wichtigen Eigenschaften unserer Kugellager. Wir messen den inneren und äußeren Durchmesser und die Breite. Wir messen den Geräuschpegel, die Vibrationsklasse und die Laufeigenschaften der Kugellager. So wird halt ermittelt, ob die Qualität unseren Anforderungen und das in der Regel auch die Anforderungen unserer Kunden entsprechen. Sodass unsere Kunden am Ende sagen, okay, ja, jetzt habe ich ein Produkt, davon wusste ich gar nicht, dass es das gibt. Aber ich habe das jetzt bei Kugellager Express bestellt und das funktioniert. Das begeistert und das ist das, was ich schaffen wollte.